Naja, wir haben bei Frank und Frey eine Serie im Laufen, das ist diese sogenannte Ismus-Serie, die bei uns läuft. Beginnen mit dem Buch Generismus, Infantilismus und die dritte in der Reihe ist jetzt nämlich eben Populismus. Und Populismus hat sich angeboten aufgrund der aktuellen politischen Lage, beginnend mit Trump, Brexit, die Vorwurf des Populismus bei österreichischen Politikern. Und wir haben eine Reihe von Autoren gefunden, die bereit waren, für uns sehr interessante Beiträge zu schreiben und haben das in einem Sammelband herausgegeben und daraus aus Populismus geworden. Also es geht darum, erstmal festzustellen, dass es nicht nur, wie allgemein behauptet wird, Rechtspopulismus gibt, sondern dass Populismus ein Phänomen ist, das auch auf der Linken existiert. Und der linke Populismus hat das Spezifikum, dass er die Regierung stützt, statt sie zu kritisieren und somit ein Machtinstrument der Regierung ist. Mein Beitrag befasst sich mit dem sogenannten System Kreisky und darin beschreibe ich das System, wie ein Volkspolitiker, indem er Geldgeschenke verteilt, gewählt wird. In Österreich können wir das sehr gut feststellen, an vielen, vielen Nationalratswahlen. Von Kreisky hatte vor der Wahl eine Heiratsbeihilfe versprochen von 15.000 Schilling pro Paar, um nach der gewonnenen Wahl dann die Steuern und die Schulden zu erhöhen. In meinem Beitrag geht es genau darum, wie linke Netzwerke in Deutschland durch den Staat finanziert werden. Wir haben in diesem Jahr alleine beim Familienministerium 108 Millionen Euro, die nur bezahlt werden für den sogenannten Kampf gegen Rechts. Wenn ich hingehen würde und würde sagen, ich möchte Kampf gegen Linksextremisten oder gegen islamistische, terroristische Aktivitäten, würde ich keinen Cent bekommen. Das kann ja so nicht bleiben. Ja, und im Grunde meine ich, dass die Menschen schon sehen, dass die Zuordnungen, die vom Meinungsmainstream und von der Politik getroffen werden, so nicht stimmen. Also, dass die Populisten immer rechts stehen und dass sie immer Unrecht haben und auf der anderen Seite die verantwortungsvollen Demokraten sind, die alle nur das Beste der Menschen wollen. Das ist einfach so nicht der Fall und ich glaube, dass das auch beim Publikum so angekommen ist. Also es kann diese Unzufriedenheit, die enorm gewachsen ist, in positive wie negative Richtungen sich entwickeln. Das Einzige, was ich beitragen kann, ist halt immer wieder Argumente vorzutragen, zu finden, dass das in eine positivere Richtung geht. Also was auf alle Fälle jetzt sehr interessant werden wird, ist, wir beginnen ein Magazin herauszugeben. Wir haben jetzt das Magazin quasi soweit die Erstausgabe fertig ist, wird eine Vierteljahresschrift werden unter dem Titel Frank und Frei, Magazin für Politik, Wirtschaft und Lebensstil. Wir werden dann circa Mitte, Ende April soweit sein, dass es quasi käuflich zu erwerben ist.